Herzlich willkommen, Leute, zurück zum neuen Part von Let's Play Princess Peach Adventure. Wir haben hier jetzt einen Bosskampf vor uns, den wir einfach mal probieren und schauen, was dabei rauskommt. Und Spoiler, viel wird es bis jetzt mal nicht sein. Ich glaube, wir müssen einfach hier die ganzen Stacheln einfach mal weghauen. So gut es geht, und schauen, dass wir halt nicht so viel auf welchen landen. Weil das wird halt schmerzhaft, weil Stacheln... Aber das meine ich mir dafür schmerzhaft. Also keine Ahnung, ob es das ist, was wir machen sollen, aber das scheint mir zumindest mal als Logischste, einfach auf die Sachen hier zu hauen. Weißt du, Gegner sind Angriffe aus, indem du mit Hilfe von A springst, okay. Aber ja, oder spring halt drauf. Aua. Hm. Keine Ahnung, ob das so gedacht war, dass ich das mache, was es hier macht. Aua. Ob der eher so ein Seithindernis. Prima, geht's um dieses Teil hier. Ah, ja, und so läuft das Ganze nämlich ab. Jawohl. Das war sehr strategisch und gut. Jetzt habe ich den Bosskampf gerallt. Autsch. Bam. Dusch. Und da haben wir ihn auch schon besiegt. Sehr gut. Sehr schön. Richtig, richtig und wichtig. Dass wir das geschafft haben, jawohl, so muss das. Schön! Thank you very much. Und damit haben wir das Dornschloss doch in Rest schön beendet. Haben eigentlich Münzen gesammelt, nur ein. So ein Sternteil fehlt mir leider, aber das macht nichts. Denn, also ich hoffe, dass es nichts macht, aber wie gesagt, ich habe es ja nicht vor, auf 100% zu machen. Und vielleicht brauchen wir ja alle von denen. Dann ist das alles schon mal gar nicht so schlimm. Fortsetzung folgt. Das ist doch super. Also, bis jetzt Fazit. Game macht wirklich Spaß. Das ist wirklich mal was Innovatives, was anderes, was Cooles. Ich finde es wirklich, wirklich gut. Ja, muss man so sagen, was ist. Ja, und bevor es so läuft, dass wir heute kein so riesen Part werden, schauen wir mal, wo es uns einfach hintreibt, ne? Und hier sind wir erstmal wieder in der großen Foyerhalle. Und fürs Erste haben wir es wieder geschafft. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Funkelkraft zu nutzen. Aber noch ist das Theater nicht wieder so, wie es vorher war. Ob das an diesen leuchtenden Fäden und den Symbolen dort liegt? Die anderen Stücke brauchen sicher auch unsere Hilfe. Komm, lass uns gleich nachsehen. Aha. Also... Das ist zum Beispiel das Dornschloss, wo wir jetzt gerade drin waren. Das haben wir schon ganz gut gemacht. Und hier gibt es, wie man sehen kann, noch mehr Stücke, wie beispielsweise die Ninja-Künste. Dann kann man inzwischen sogar auch nach unten gehen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so eine gute Idee war, nach unten zu gehen. Aber es haut mir halt mal, was unten ist, weil man weiß halt dann Bescheid. Das ist der Keller des Theaters. Okay, aber irgendwas stimmt hier nicht. Okay, okay, auch hier gibt es dann also noch ein paar Sachen, offensichtlich, die wir uns mit der Zeit anschauen werden. Weil hier irgendwie, da ist was in der Luft. Das merkt man. So ganz größer ist das hier alles nicht. Also ich glaube, das wird früher oder später nochmal eine kleine Relevanz spielen, würde ich sagen. Im Laufe des Games. Aber okay, ich glaube, da müssen wir tatsächlich mal zum späteren Zeitpunkt nochmal hinschauen. Gehen wir erstmal wieder nach oben, I would say. Und schauen an, was es da so alles gibt. Ganz konkret gesagt, wir... Ich hau ihn einfach nochmal ganz nach oben.
Weil die Treppe ist... Okay, die ist gesperrt. Gut. Da sind Pferde im Weg. Also, hier werden wir noch weitere Sachen haben, die man sich anzeigen kann, mit beispielsweise das Cowgirl in der Wildnis. Das Schöne ist, so viel kann man es immer spoilern, Pete nimmt bei jedem andere Fähigkeiten an. Das Fest der Leckereien. Ich glaube, das ist sogar auch eine Sache, die auf dem Cover schon beworben wird. Zumindest habe ich das mal im Übersicht-Trailer gesehen. Doch, hier wird sogar auch beworben. Ich kann es euch ja mal geschwind zeigen. Hier sieht man nämlich, dass Pete verschiedene Kostüme, sage ich es mal, annehmen kann. Hier oben kann man es sehen. Je nachdem, in welcher, wo wir uns halt eben gerade bewegen, wo wir sind, ne, basically, kann es eben verschiedene, Sachen annehmen. Und das ist nämlich das Coole. Also, ich muss wirklich sagen, da gibt es viel Innovation, viel Neues, viel Cooles. Es macht einfach Spaß. Also, ich finde es mega, mega cool. Und wir werden auf jeden Fall im nächsten Part dann mit dem schönen Teil hier weitermachen, nämlich mit Ninja-Künste Weg des Wassers. Wort ein bisschen kürzerer Part, aber soll es auch mal geben. Und in dem Sinne sage ich jetzt Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.